Am Ortsrand von Ehningen mit Blick auf den Albtrauf, nicht weit vom Südportal des Scheibengipfeltunnels, haben die beiden Sportvereine VfL Pfullingen und TSV Ehningen ein gemeinsames Sportvereinszentrum gebaut. Das PEP 2 ist jetzt fertig und wurde heute am Sonntag feierlich eröffnet. Feierliche Eröffnung in Ehningen. Das Vereinssportzentrum PEP 2, eine Zusammenarbeit zwischen dem VfL Pfullingen und dem TSV Ehningen, ist fertig. Der Name des Zentrums steht für Pfullingen, Ehningen, Bewegung und Begegnung. Aber warum eigentlich Begegnung? Wir haben bewusst eigentlich unseren Bistrobereich relativ großzügig gestaltet. Wir haben eine Außenterrasse dabei und wollen einfach im Frühjahr die Leute, die hier ums Areal rumgehen, Wanderer, Spaziergänger, Fahrradfahrer, wollen die einfach einladen, bei uns auch auf der Terrasse im Frühjahr, Sommer was zu trinken, vielleicht auch einen Kuchen zu essen, unser Angebot zu nutzen. Und einfach, wir sind offen für alle, die hier reinkommen. Man kann gern hier reinkommen und auch noch was trinken. Für die beiden Vereine soll es auch deshalb ein Ort der Begegnung sein, um alte Kameraden zu treffen. Denn selbst wenn diese im Verein tätig sind, fehlt ihnen dort die Möglichkeit, sportlich aktiv zu sein. Dieses Vakuum wird vom PEP 2 gefüllt. Sport und Fitness stehen aber natürlich im Fokus. Also wir starten im Prinzip mit dem Angebot gerätegestütztes Training. Wir haben einen Athletiktrainingsbereich, einen Freihandelbereich. Wir haben in zwei Kursräume, wo wir Fitness-Gesundheitskurse anbieten, aus dem Themengebiet Rücken, Pilates, Jumping werden wir anbieten. Auch neue Trends werden wir in Zukunft aufnehmen. Wir werden es Frühjahr nutzen, draußen Sportangebote zu machen. Wir haben eine Außenfläche an den Kursräumen, sodass wir einfach auch unsere Cyclingbikes nach draußen fahren können. Und dann werden wir einfach auch gucken, dass wir unser Sportangebot auch für die Zukunft so aufstellen, dass es zeitgemäß attraktiv ist und möglichst eine breite Zielgruppe abholt. Zusätzlich dazu gibt es noch einen Saunabereich mit Blick auf den Albtrauf. Trainieren kann im PEP 2 jeder. Allerdings ist dies an den Eintritt in einen der beiden Vereine gekoppelt. Die erste Zehnerkarte, die wir anbieten, ist noch ohne Vereinsmitgliedschaft möglich. Jeder, der hier trainieren möchte, der aber noch keine Vereinsmitgliedschaft hat, der füllt im Prinzip mit der Aufnahme ins PEP 2 seine Aufnahme im jeweiligen Verein aus. Und wir stellen den Leuten frei, ob sie Mitglied im TSV Ehningen oder VfL Pfullingen werden. Aber Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist dann letzten Endes schon eine Vereinsmitgliedschaft. Planungsbeginn des 5 Millionen Euro Projekts war vor 5 Jahren. Über den Andrang bei der Eröffnung freue man sich. Und auch in die Zukunft blicken die Verantwortlichen voller Vorfreude. Wir freuen uns über jeden Sportbegeisterten, Fitnessbegeisterten, der sich einfach trainieren möchte, der eine Anlage sucht, wo man sich wohlfühlen kann, wo der Begegnungscharakter einfach groß geschrieben wird. Wir sind eine Sportvereinsanlage, wollen auch den Vereinscharakter beibehalten, wollen, dass die Leute sich hier begegnen und wollen einfach ein super Sportangebot den Leuten bieten. Und ich kann nur jedem empfehlen, bei uns vorbeizukommen, sich das Ganze anzuschauen. Ob sich durch das PEP 2 ein Zulauf bei den Vereinen ergibt, bleibt abzuwarten. Der Andrang bei der Eröffnung lässt zumindest darauf schließen.